Hallihallo alle zusammen, da sind wir wieder zurück bei Before the Storm, Episode 3, Folge 3. Und wir sind am Träumen, so wie es aussieht. Wir sind im Theater mit Dad. Und den anderen Bekannten, ne? Aus dem Spiel. Dad? I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Ja, ein einziges Mal, was tödlich war. Oh, unser Direktor war jetzt auch da. On cars together? Those are some of my favorite memories. Deine Erinnerung oder meine Erinnerung? Fragen wir ihn mal, sind es deine? We never... That wasn't... you. Hm. Could have sworn that was me. Das ist irgendwie gruselig, so auf der Bühne zu sitzen. Why don't you go take a look? You sure? Okay. Gucken wir mal die imaginäre Motorhaube. What's wrong? Don't you see anything? Also, ich sehe nichts, aber oh, da ist es natürlich. Jetzt sehe ich es auch. Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Die Welt ist eine Bühne. Something about the whole world being a stage. So, might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Hmm. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a... bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Das sind natürlich krasse Bühneneffekte. Die arme Chloe, wie die es in jedem Traum wieder durchlebt. Und das Buch hinterherrufen, naja, muss ja nicht sein, ne? Von unserer Fantasie. Aber die Welt ist eine Bühne, wir sind alle Schauspieler und jeder spielt seine Rolle im Leben, ne? Wait, what the shit? Has someone been going through my room? D
Doesn't seem like Mom. Hm. She wouldn't leave a mess like this. Wer war hier bei uns? Wait. David? That motherfucker. Na, Chloe, nicht so schnell urteilen, ob's David war. Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Price. Oh, Frank. Eager much? Where's the money? Beantworte mir erst meine Frage. I have a question to ask you first. I mean, a favor. I need to find that woman who was in your RV yesterday. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? Es würde mir sehr viel bedeuten. Ich helfe einer Freundin. Wen mag der? Ich helfe einer Freundin. Ach, ich weiß nicht. Nimm mal, es würde mir sehr viel bedeuten. I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? I'll be in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... hero. That went well, I guess. Ja, ob man ihm trauen kann? Oh. Schwierig. What am I getting myself into? Eine drogenabhängige Mutter. Ein Drogendealer, dem wir Geld schulden. Ein anderer Drogendealer, der sein Geld haben möchte. Ja, und wir mittendrin. Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Eine Dusche, ja. Die könnten wir echt mal hier gebrauchen. Gibt's eigentlich irgendwas Neues? Papas Jacke. Die gucken wir uns doch mal an. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Och, so ein Knautschsack. Die finde ich cool. Sitzen und rauchen. Ja, das machen wir gleich, nachdem wir uns alles angeguckt haben. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. Doch, natürlich. Papa erkennt einen immer. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. Kann man uns direkt draus streichen? Machen wir das doch mal. What do I want the record to show? Brennend oder ausbrennen? Ausbrennen! Jetzt? Ich dachte, wir sind das Feuerzeug und brennt ihr Gesicht daraus? Naja. A sudden and mysterious absence of Chloe Price. Hey, flattert nicht gerade ausbrennen? Das ist doch nicht ausbrennen. Das ist doch jetzt hier wie bei einer Schere, wo man da langschneiden muss. Naja. Ein Loch. Hole to another universe. Gehen wir da rein? I wonder if that's the universe where... Dad's alive and Rachel has 3 happy parents. So, was gibt's Neues in der im World Wide Web? Checken wir mal. Sarah Gerhard. Ein Ergebnis nur. Winchester High School verleiht Sarah Gerhard den Fischerpreis. 16. März 1989. Jedes Jahr vergibt die Winchester High School den Fischerpreis, der nach dem berühmten Forscher Robert Fischer benannt wurde, an den Schüler, der sich... Das war's schon. Nochmal suchen. Nur einen Eintrag gibt's über diese Mutter. Sehr mysteriös und gut versteckt, die Frau, ne? What? An Chloe Price betreff. Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto zu sehen, klick auf folgenden Link. Was? Klingt nach Spam. Klicken wir nicht drauf. Phishing Mails. Nice to see my work is appreciated. Nur falls ihr noch mehr Beweise braucht, dass Blackwell ohne Chloe Price besser dran ist. Deshalb brauchen Mädels also immer ewig auf dem Klo. Respekt. Niemand hat dich gefragt, Trevor. Burn. Wow, Chloe, das war stilvoll. Ist geil, oder? So ein riesen Adler oder was das ist. Fügt schon da drauf malen. A further layer of nuance. Nathan almost pissed himself. Dann lesen wir mal die Rezension zu unserem Theaterstück. Blackwell erobert Shakespeare im Sturm.
Letzte Nacht erwachte der Sturm auf der Außenbühne der Blackwell Academy zu neuem Leben. Die einzigartige und mutige Regie von Travis Keaton verlieh dem Stück eine aktuelle Atmosphäre, die den übertriebenen klassischen Werken üblicherweise fehlt. Die junge Rachel Amber war überragend in der Hauptrolle und beherrschte die Bühne, so wie Prospera die unbekannte Mächte beherrscht. Nathan Prescott als Caliban verdient eine besondere Erwähnung. Die schwache, nervöserne und zitternde Interpretation des versklavten Monsters durch den vielversprechenden jungen Schauspieler verlieh dem Ganzen eine tiefere Nuance, die von den Teenagern unter den Zuschauern nicht ausreichend gewürdigt wurde. Natürlich. Hat er extra gemacht. Das war nämlich klar. Thou art an idiot. Aus geht weiter. Doch der wahre Star des Abends in der Rolle von Ariel oder Ariel war Neuling Chloe Price, deren Chemie mit Mrs. Ambers Prospera selbst die Chemie zwischen Miranda und Ferdinand übertraf. Miss Price erforschte Ariels Kampf zwischen Loyalität und Freiheit einer wahrlich authentischen Darbietung. Tatsächlich ist es eine exzellente Überarbeitung des Originalstücks, wenn Prospera Ariel die Freiheit verweigert. Nie habe ich eine glaubhaftere Darstellung von Überraschung gesehen als Miss Prices authentische Verwunderung. 5 Sterne. 5 Sterne! Geil! Guck mal, Leute, wir waren geil. Hang in there, Skip. Kündige deinen Job nicht. Ein Interview mit Skip Matthews, dem Sänger von Pisshead. Arcadia Bay Online News. Was steht nach der plötzlichen Beliebtheit eures Songs Nothing Wrong als nächstes für Pisshead an? Ja, Moment. Lassen wir es noch ruhig angehen. Sollten wir also nicht den Atem anhalten, bis ein Pisshead-Album im Horizont erscheint? Eines Tages, aber im Moment arbeite ich noch in meinem üblichen Job. Manchmal muss man tun, was man tun muss, um den Traum des Lebens zu halten. Auch wenn es so aussieht, als halte es einen zurück. Weitere Worte. Was zeigt denn der Wecker da an? Warum kann ich hier nicht angucken von hier? Einschalten? Ach so, für Musik. Oder Radio? Ein Radiowecker. Die feine Dame. Kiste! Fucking believe that David went through my stuff. Wenn es denn wirklich David war, Chloe, erstmal Fakten haben, bevor du hier Vermutungen aufstellst. Das kann immer da hinten losgehen. Huh? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. Ein paar alte Regale. If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in was, there. Was ich würde diese Soda, ne Jod, was steht da auf der Dose? Soda, doch Soda. Die Dose würde ich mitnehmen. Ne Yoda-Dose. Auch nicht verkehrt. Pflanze, komm, die gießt mal die Arme. Wir haben ein Herz für Pflanzen. Wenn schon nicht im echten Leben, dann wenigstens virtuell. Better than nothing. Ja, bitte sehr, ein bisschen Soda für die Pflanze, ne? Geht's dir jetzt besser? You're welcome, Plant. Und unser Skateboard, das können wir noch mitnehmen. Sorry, Board. I've got a real ride to fix up now. Oh. So, ich wollte nochmal kurz chillen und über alles nachdenken. So, 2 Stunden haben wir noch Zeit, davon können wir 1 Stunde rauchen. 1 Stunde duschen, 1 Stunde It's rauchen. It's so weird to be... As much as this place sucks, at least it's not full of secrets. Nobody's hiding anything. Well, except me and my pot. And everything with Rachel. But how could I possibly tell Mom what I'm up to? Ja, ich glaube nicht, dass sie das für eine gute Idee hält und sie fragt, ob sie es überhaupt glaubt. Nachdem wir so unglaubwürdig waren in letzter Zeit und ihr nichts erzählt haben. Ich würde sagen, wir finden es raus. I'm honest with her, we just end up fighting. Does she just want me to pretend everything's fine? Maybe I should try not to see her today. Na, ich glaube nicht, dass das klappt. Ich vermute, dass sobald wir gleich runtergehen, irgendjemand auf uns wartet. Ob es Mom ist oder Stiefdödel, ne? Irgendjemand wird schon da sein. Dann gehen wir mal. Ab ins Bad. Is Mom playing music? Achso, wir haben noch Nachrichten bekommen.
Von wem waren die jetzt? Ich klicke die jetzt mal so schnell weg. Das eine war Rachel. Fangen wir denn an? Ah. Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht es viel besser. Rate mal. Ich bin eine gute Küsserin? Na klar. Wir treffen uns in 2 Stunden mit Frank auf dem Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Heilige Scheiße. Yep, ich bin noch zu Hause, duschen und Werkzeuge für den Truck einsammeln. Also treffen wir uns am Schrottplatz? Ich werde dort sein. Du bist unglaublich, Chloe Price. Wer hat uns denn jetzt gerade nochmal geschrieben? Was, Frank? Elliot? Ah! Das ist, wenn man immer alles schnell hier wegklickt. Was, Victoria? Fick dich, Chloe. Ah, Leute, wer war das gerade? Das war doch alles, oder? Bin ich jetzt völlig blöd? So. Ein Bild von Acadia Bay. Wunderschön. Ab ins Schlafzimmer. Gibt's hier was Neues? Eine Quittung. No way. Mom actually sold her ring for $300. Ja, die brauchen das Geld, ne? Da machen wir erstmal hier ein Graffiti drauf. Sports cars are really good for... Um Mädels anzubaggern oder Hot Rod flammen? Mädels anbaggern, ganz klar. Na, wer ein teures Auto hat, hat einen kleinen... Geschäftswillen. So. Hitting on chicks. Yeah, chicks are coming. Was haben wir hier? I remember this. Mom loved it. Wait. Is today Mother's Day? Shit. Weiß nicht, habe den 8. Mai? Was sagen denn hier die Nachrichten, die wir bekommen haben? Gestern war der 9.5. Ja, es war Muttertag gestern. Oh, Kondome, oh mein Gott. Weg. Schnell die Tür zu machen. Das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Oh Gott, oh Gott. Naja, das ist unser Zimmer, ne? Ist das richtig? Ja. Is that David's towel? Oh, was ist denn unser Handtuch? Wir hatten noch so ein schönes. Where the hell is mine? Was so jahrelang so alt war und... Oh mein Gott, hat er das weggetan? Okay. My towel's probably in here somewhere. Jetzt hat er noch seinen elektrischen Rasierer hier. Was ist das denn? Calmly. I truly hate seeing so much of David's shit around here. Ey, der hat sich hier voll eingenistet. Das geht gar nicht. Gross. Was war das für eine Creme? Gross. Muskelmann-Pomade, Style. Okay. Ja, die brauche ich natürlich auch mal. Ich bin auch so ein Muskelmann. Ich bin ein Tier. Lots of washcloths. No towel. Ja, ist bestimmt hier in der Wäsche drin. Auch nicht. Unser scheiß Handtuch ist weg. Ach, da wird's auch nicht drin. Was? Da ist es natürlich drin. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Ja, wir sind halt coole Piraten. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but we never got around to it. Dann benutzen wir das doch mal, oder? Können wir das benutzen? Können wir uns eben die Haare färben? Ready for the best shower of my life. Hot water, don't let me down. Nein, das heiße Wasser wird kommen. Und? Ist es heiß? Mach dich schnackig, Chloe. Wir gehen duschen. Die Seife? Bitte nicht fallen lassen. Ah, schlechter Witz. Entschuldigung.
Nein, aber färbt die sich jetzt die Haare blau oder nicht? Hat die es jetzt umsonst rausgenommen? Oder ist das der Moment, an dem ihre Haare blau wurden? Die hat nicht mal ein Handtuch da drunter gelegt. Boah, ich hasse das ja, wenn Leute aus die Dusche kommen, aus der Dusche kommen und da unten kein Handtuch liegt. Die einfach das ganze Bad nass machen. Yeah, wir kriegen blaue Haare. Blue, dam, di, dam, dam. I need new clothes. Jetzt ziehen wir Sachen unserer Mutter an. Oder nehmen wir die von William. What do I feel like wearing on this crazy ass day? Wir nehmen uns was sehr Verrücktes. Und das Ganze machen wir natürlich in der nächsten Folge. Bis denne. Ciao, ciao.